Hallo, ich bin Ralf von Jütland. Heute gibt's eine spanische Paella am Lagerfeuer. Ja, wir haben hier die große, schwere, gusseiserne Pfanne von Petromax. Die wird ideal sein für eine Paella. Der Pfanneknecht ins Feuer und die Pfanne drauf. Als erstes kommen hier die Niesmuscheln in den Topf. Und dann füllen wir das Ganze mit etwas Wein auf. Muscheln stellen wir hier an der Rand. So, unser Wasser für die Brühe stellen wir auch hier runter und dann können wir die Pfanne aufs Feuer bringen. Für die Paella werden wir zuerst die Hühnchen anbraten, dann noch etwas Krevette hier nochmal in die Pfanne rein. Kommt wieder raus dann und dann werden Zwiebeln, Pilze und Bohnen werden dann in der Pfanne noch angedünstet, abgelöscht das Ganze mit etwas Wein. Die Muscheln, die Hühner und die Krevette sind soweit vorbereitet, dass wir jetzt die eigentliche Paella anfangen können. Und dazu kommen jetzt erstmal die Zwiebeln mit dem Knoblauch in die Pfanne rein.
Wir haben die Paella jetzt mit Weißwein abgelöscht und den Weißwein nochmal richtig einkochen lassen. Das heißt, das ist jetzt weg. Und als nächster Schritt löschen wir das mit unserer angerührten Brühe, löschen wir die ganze Paella nochmal ab. Und zwar so viel Brühe, dass der Reis bedeckt ist und das müsste dann ungefähr aufgehen, dass es reicht für diesen Paella-Reis. Wir haben das Safranpulver schon in der Brühe aufgelöst. Es gibt nachher einfach eine schöne Farbe für die Paella. Und ab jetzt sollt ihr auch nicht mehr so viel rühren in der Paella. Man kann schon noch mal kurz kontrollieren, ob es irgendwo anpappt. Aber je weniger ich jetzt rühre, umso besser wird die Paella, weil wenn ich zu viel drin rumschiebe, dann wird der Paella-Reis matschig. Man versucht einfach diesen Mittelkornreis, sagt man, es ist fast ein Rundkornreis, hier so zu garen, dass er außen schön durch ist, aber trotzdem noch so einen knackigen Kern auch behält. Dann entspricht es eine richtige, echte Paella. Unsere Paella ist jetzt belegt mit Hühnchen, mit Muscheln und Krevette. Die haben so ein bisschen abgekühlt, seitdem wir die Paella jetzt machen. Und jetzt werden wir einfach die Umluftkuppel von Petromax nehmen. Das ist ein feuerfestes Gewebe. Und die einfach nochmal da drauf setzen und die Wärme ein bisschen speichern. So. Und jetzt nochmal gut kurz durchziehen lasse, dass sich die Wärme da drin so ein bisschen hält und dann, wenn alles warm ist, dann werden wir die Paella servieren. Die Paella ist jetzt fertig. Wir werden die zum Servieren noch mit ein paar Zitronenecke belegen, etwas Petersilie drüber streuen und dann es uns einfach munden lassen. Freut mich, dass ihr wieder zugeguckt habt. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Freue mich immer, wenn ihr unsere Videos abonniert. Lasst uns einen Daumen hoch da. Und dann sage ich Tschüss, euer Ralf von Jodeland. Bis zum nächsten Mal.